Willkommen zurück auf Love Island, wo quotengeile Trash-TV-Produzenten ihr skrupelloses Spiel mit paarungswilligen, famesüchtigen Singles aus dem Instagram- und Tinder-Bootcamps treiben. Die erste Paarungszeremonie ließ Übles ahnen. Das Spiel drohte dröger zu werden als ein Sonnentag in der Atacama-Wüste. Doch mit Elena kam Klasse ins Spiel. Sie brachte mit ihrer Entscheidung für die Jungküken beiderlei Geschlechts gehörig in Aufruhr und stellt Annika ins Abseits. Zack, war Annika wieder Single. Annika muss also in die Flirtoffensive gehen. Damit der Zuschauer den roten Faden nicht verliert, kommt das Ganze nochmal schriftlich. Liebe Annika, du bist jetzt Single und läufst Gefahr, Love Island verlassen zu müssen. Hashtag allein im Paradies, Hashtag Krönchen richten. Ihr potenzieller Rettungsanker ist offensichtlich, man will die Zuschauer ja nicht überfordern. Annika zielt zusätzlich auf eine Schwachstelle im eigenen Team. Ich versuch's mit André. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die bisher wenig am Spiel beteiligte Sabrina. Elena stärkt inzwischen ihre Verbindung zu den Mädels mit Tratsch über die Boys. Und ist so, ich habe so fast keine Luft mehr bekommen. Und intimen Geständnissen. Hier lohnt wieder ein Blick in die Zeitlupe. Erst das offensichtliche Prüfen, das niemand mithört, wertet das Gesagte zum wirklich aufrichtigen, intimen Geständnis auf. Aber das Problem ist, meine Ex-Beziehung war richtig hart, weißt du? Ich habe viel Scheiß erlebt. Ich würde das voll gerne, weißt du, jemandem schenken, das Vertrauen, aber ich kann nicht. Weil ich so viel Scheiß erlebt habe, jetzt bin ich voll vorsichtig. Also das sind wir Frauen, weißt du, voll dumm und naiv. Das ist so dumm. Also ich sag dir jetzt ehrlich, ich weiß nicht, mal schauen, wie das rauskommt, ne? Außer Sonnenbaden und Darstellung der Körper wie aus dem Prospekt passiert nichts weiter Erwähnenswertes. Da die Singles also nicht sich selbst überlassen werden können, greift die Spielleitung zu verzweifelten Mitteln. Catherine, du und Mike werdet das erste Date bei Love Island haben. Und Mike stellt sich dieser Aufgabe wie ein echter Mann. Ja gut, machen wir mal, ne? Es gibt Dinge zwischen Männern und Frauen, auf die sich unsere Schulweisheit keinen Reim machen kann. Frei nach Goethes Faust. Teamwork total. Catherine wird gewartet wie ein Bolide in der Boxengasse. So sieht's aus, Jungs. Ein Mann braucht nur sich selber, eine Frau braucht alle. Fakt. Kann es sein, dass es Catherine mehr um die Vorbereitung als um das Date selber geht? Schauen wir mal. Trotz Catherines Versuchen, trotz des Picknickkorbs und obwohl die Bildregie mit Weichzeichner, romantischer Musikuntermalung und Sonnenuntergangslicht nachhilft, richtig romantische Stimmung will sich hier einfach nicht entfalten. Da hilft nur noch eins, Partyspiele. Einen drauf, das große Flaschendrehen. Ein Spiel mit Sinn, endlich mal richtig knutschen. Spiele sind immer cool, ein bisschen Action in der Villa. Annika darf beim Knutschen mal wieder nur zugucken. Sie muss ja moderieren. Ja, da ging es schon ums Küssen. Nein, ums Spiel. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird noch eine Party nachgelegt. Aber erstmal gründlich stylen, damit der Absturz optisch auch was hermacht. Denn das Auge trinkt ja immer mit. Oh, ja. Und gesetzlicher Feiertag auf Love Island. Check it out. Ich weiß schon, für wen ich strippen werde, und zwar für die Annika, weil sie der einzige Single hier drin ist. Schluss mit lustig, denn wer keinen Partner findet, fliegt. Und darum schnappt sich Annika den André zum Taktik-Talk. Die beiden werden picken. Du wirst gepickt, du brauchst dir keine Sorgen. Aber falls es nicht so ist, und das war das, was ich meinte, falls ich zuerst picken kann, pick ich dich und nicht sie. Und falls du zuerst picken kannst, pickst du mich und nicht sie. Aber wenn sie picken, haben wir halt verlost. Der Pakt ist beschlossen. Zeit für einen Blick in die taktische Übersicht. Während das Date zwischen Mike und Catherine recht unentschieden ablief, steht es zwischen Elena und Jan eigentlich zum Besten, aber der Pakt zwischen Annika und André trennt. Das Paar mit Sabrina und die Gute weiß wahrscheinlich gar nicht, wie ihr geschieht. Schauen wir weiter. Welcome to my...
aber die Party wird gecrashed. Ich bin die Michelle und bin Bloggerin. Schöne Ausstrahlung und sind gut gebaut. Ich denke mal, viele Männer finden mich an einem Standstreifen direkt neben der Straße. Ich bin Anthony, also charmantes Arschloch und bin Model. Die Scheiße. Zu krall, nicht zu knall. Mal sehen, was die Neuankömmlinge bei unseren Pärchen so anrichten. Da sitzt der Grund, da kommt das Drama. Du bist schon eifersüchtig, ne? Nein. Überhaupt nicht. Null. Gar nicht, nein. Ja, bei Catherine war gestern die große Open-Mic-Nacht. Und wie fandest du das, wo ich mir halt Anthony genommen habe und mit dem gegangen bin? Wie war das für dich? Das musst du ja wissen. Du hast es. Nein, ich will wissen, wie das für dich rüberkam. Wie das für mich rüberkam? Man merkt das auch irgendwie so ein bisschen, dass da die Harmonie teilweise stimmt. Ich will nicht, was du dir was einbildest. Schließlich sollst du ja noch um mich kämpfen, falls irgendwas sein sollte oder was kommt. Ne? Und dich? Mich? Ja, um wen sonst? Weißt du, was mich an euch beide enttäuscht hat? Ja, bitte. Soll ich ehrlich sein? Ja, sei ehrlich. Mir kam es falsch rüber. Falsch? Warum? Falsch. Bei Catherine und Mike sieht es also soweit gut aus, ebenso bei Linda und Sylvain. Sabrina hat den Braten mit dem Deal zwischen André und Annika gerochen. Von Jan und Elena hört man nichts. Und von Stefanie und Julian. Taktik über sich. Der Bettencheck. Linda teilt die Falle mit Sylvain. Julian vertraut auf die heilende Aura von Schwester Stefanie. Catherine ist im Tiefschlaf offenbar nicht mehr sie selbst, denn sie zeigt ihrem Mike die kalte Schulter. Und hier liegt unser Traumpaar Jan und Elena, denn sogar im tiefsten Traum halten sie sich fest umklammert. Die New Kids on the Block sind zwar offiziell noch Singles, aber das allgemeine Gekuschel wirkt offenbar schon ansteckend. Sabrina ist so beleidigt über Andres Deal, sie legt sich jetzt lieber auf die Couch als auf ihn. André sortiert seine Gehirnzellen und Annika sucht sich eine neue Bleibe. Ausgerechnet bei Sabrina mit der Hasskappe. Tja Leute, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.